20 Kilometer lange Lokalbahn Bahnstrecke zwischen Gerstetten und Amstetten feierte im Jahr 2006 ihr 100-jähriges Jubiläum. Die Bahn wird seit 1997 vom Verein der Ulmer Eisenbahnfreunde Lokalbahn Amstetten-Gerstetten betrieben. Sämtliche Eisenbahnfahrzeuge sowie die komplette Strecke sind im Eigentum des Vereins. Die erste Fahrt auf der Lokalbahn wird am Morgen mit dem Dieseltriebwagen von Gerstetten nach Amstetten durchgeführt. Als erstes muss an diesem Morgen der Dieseltriebwagen über die Dreifachweiche zum Bahnsteiggleis umgesetzt werden. Der Dieseltriebwagen wurde 1956 in der Waggonfabrik Fuchs in Heidelberg gebaut. Die Betriebsnummer ist T06. Er besitzt zwei Motoren mit je 200 PS. Mit seinen 21 Tonnen Gewicht kann er 42 Personen befördern. Der Dieseltriebwagen wird seit 1996 planmäßig als Museumszug auf der Lokalbahn eingesetzt. Nachdem alle Bediensteten und einige Fahrgäste an Bord sind, kann die Fahrt in Richtung Amstetten durchgeführt werden. Johannes Reichert ist unser Lokführer und er kam extra aus Ulm, um hier auf der Lokalbahn seinem Hobby Lokführer nachzugehen. Vor dem Bahnhof Amstetten befindet sich ein beschrankter Bahnübergang und sichert somit den Straßenverkehr. Nach genau 19,93 Kilometer und fahrplanmäßiger Zeit von 45 Minuten erscheint der Dieseltriebwagen in Amstetten. Aufgrund geringerem Verkehrsaufkommen als auf den Hauptbahnen wurden vor allem auf Nebenbahnen aus wirtschaftlichen Gründen sehr früh Dieseltriebwagen eingesetzt. Nach kurzem Aufenthalt im Bahnhof Amstetten wird der Dieseltriebwagen zu den Abstellgleisen dirigiert.